Den ersten Akt im großen Meisterschaftsshowdown fiebern 25.000 Zuschauer in Wien, aber nur 6.500 in Graz entgegen. Bei Spielbeginn hat Rapid einen 3-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger aus Graz. Der LASK geht 1:0 in Führung. Rapid damit theoretisch erstmals seit 1988 Meister. Die grün-weißen Meisterschaftsträume enden vorerst nach genau 40 Sekunden. Mastichs Ausgleich stellt die Ausgangssituation wieder her. Verfrühter Torjubel in Wien. Die Rapid-Fans wähnen ihre Mannschaft nach diesem Barisic-Freistoß bereits im 7. Meisterschaftshimmel. Vettel bringt Sturm 2:1 in Führung. Die Grazer damit bis auf einen Punkt an Rapid herangekommen. Der Freekicker der Liga schlägt wieder zu. Das Freistoßtor von Barisic vergrößert Rapids Abstand wieder auf 3 Punkte. Kübauers kurioser Treffer fixiert endgültig das große Finale am kommenden Samstag. Beide Titelaspiranten also siegreich. Rapid schlägt die Austria 2:0 und Sturm bezwingt den LASK mit 2:1. Eine Runde vor Schluss, Rapid weiter vor Sturm. Die Entscheidung um den Meistertitel fällt nächste Woche im direkten Duell. Sturm muss gewinnen, sonst ist Rapid Meister. Im Schatten des Fernduells um den Titel die restlichen Ergebnisse. Innsbruck sichert sich mit dem 3:1 gegen Salzburg vorzeitig den inoffiziellen Titel der besten Frühjahrsmannschaft. Im Aufsteigerduell Ried gegen GRK gibt es ein 2:2 und 1000 Zuschauer sehen für zumindest ein Jahr zum letzten Mal Oberhausfußball in Steyr. Die 0:2 Niederlage bedeutet die 41. sieglose Partie des Absteigers in Serie. Hinter Rapid und Sturm Innsbruck 5 Zähler vor dem GRK, das bedeutet die Tiroler fix im UEFA Cup. Der GRK ist einerseits als Vierter nun darauf angewiesen, dass Sturm Cupsieger aber nicht Meister wird. Die Austria als Fünfter erstmals seit über 20 Jahren in keinem der 3 großen Europacup-Bewerbe. In der unteren Tabellenhälfte LASK vor Ried und Salzburg, Admira Wacker in der Relegation und Vorwärts Steyr steigt ab. Sayonara Vastic-san. Der voraussichtliche Gewinner des Kicker-Pokals verabschiedet sich vielleicht für immer von der Grum. So, und damit sind wir bei der Auflösung unseres Gewinnspiels. Ich hoffe, es ist jemand in der Leitung.